Steiermark 1, Ihr Stadtgespräch, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ja, heute ein Stadtgespräch, durchaus so ein bisschen in eigener Sache, aber in weiterer Folge, Sie werden es sehen und erleben, auch in Ihrer Sache, denn wir fragen heute nach, hat Fernsehen das, was Sie hier beispielsweise erleben und was wir hier tun, noch Zukunft? Und wenn ja, was ich sehr hoffe, auch in eigener Sache, welche denn? Und da haben wir uns hochkarätige Experten heute ins Studio geladen und ich freue mich sehr über Diplom-Ingenieur Thomas Hinze, er ist der Geschäftsführer von UPC und ich freue mich auch über den Dr. Alfred Krinschkel von der RTR, das ist die Rundfunk-Telekom-Regulierungsbehörde. Lieber Dr. Krinschkel, das klingt schon sehr behördlich, allein der Titel. Erklären Sie uns doch und unseren Sehern, was Ihr Job ist, also was die RTR tut. Ich habe jetzt zweimal Behörde gehört. Wir sind natürlich keine Behörde, wir sind eine GmbH. Das auch noch, der erste Fehler. Wir sind Geschäftsstelle einer Behörde. Deswegen sind Sie ja Geschäftsführer. Ja. Die Behörde ist die Comaustria, die macht Rundfunkregulierung in Österreich. Und zwar für den privaten Rundfunk ebenso wie für den österreichischen Rundfunk. Wir sind weiters Förderer von verschiedenen Maßnahmen in Österreich, wie Fernsehfonds Austria, Privatrundfunkfonds fördern wir auch, also private Fernsehstationen, Radiostationen, kommerzielle, nicht kommerzielle. Ja, und dann haben wir auch ein Kompetenzzentrum und das Kompetenzzentrum kümmert sich sozusagen darum, um den Marktteil. Wir haben immer wieder Veranstaltungen in Wien, wo wir internationale Referenten einladen und das zum Fachbereich Medien oder Rundfunk. Also, dass Medien und die Medienlandschaft in Österreich funktioniert, auch das, vereinfacht gesagt, ist Ihre Aufgabe. Und natürlich auch, wenn es um die Finanzen geht, hier ein bisschen Schienen zu legen. So ich muss ja dazu sagen, wir sind eine ausgelagerte GmbH vom Bundeskanzleramt, also eine Regierungsstelle. Eben, also eine wichtige Stelle. Lieber Hinze, wenn wir schon bei den Koordinaten sind, die UPC, also eines der Angebote, die wir Gott sei Dank in Österreich haben, leistet was und in welcher Palette? Vielen wird es ja noch unter Telekabel bekannt sein. Sie haben es gesagt, ja. Das hält sich länger, als man so glaubt. Also wir bieten, das werden viele wissen, Fernsehen, jetzt mittlerweile hauptsächlich Breitband-Internet, dazu kommen wir noch, und Festnetztelefonie an. Wir heißen aber international auch nicht UPC, sondern Liberty Global. Aha, sind eine was hat das für einen Hintergrund? Das ist unser Eigentümer. Aha. Wir haben es nur in Österreich nicht noch einmal umgetauft. Aha. In anderen Ländern ist es der Fall. Eine auf der Nasdaq börsennotierte Firma. Im Übrigen aus Aktualität seit zwei Wochen die größte Kabelgesellschaft der Welt, weil wir nämlich dem Richard Branson Virgin Media abgekauft haben. Also sind auch wir. Das ist schon ein Player und man kann Steiermark 1 empfangen. In UK weiß ich nicht. Dann dort nicht. Dort nicht, um Gottes Willen, aber in unseren bescheidenen Koordinaten hier. Ja. Das schon. Ne? Also, das ist ganz aktuell. Das bedeutet jetzt für unser kleines Land unmittelbar zunächst nichts. Also, aber für den Kunden aber nicht. Für uns schon, weil wir natürlich dadurch in der Investitionsmöglichkeit, in der Finanzierungsmöglichkeit noch eine Größenordnung ist. Und man weiß, es ist ein größerer Player. Ne? Also das ist ja auch nicht so unwichtig, gerade in einem Land wie Österreich, wo doch noch auch einiges zu tun ist. Wir reden aber über das Fernsehen hier, lieber Diplom-Ingenieur. Mal ganz auch vielleicht Sie persönlich gefragt. Sie sind natürlich einerseits der Experte, aber andererseits auch ein Konsument, wie ich mal annehme. Die Faszination des Fernsehens, ist das für Sie noch eine Faszination und wenn ja, welche oder eine andere? Naja, ich bin nicht nur Konsument, ich bin auch, und das ist in dem Fall ein Glücksfall, Vater von vier Kindern, also Kinder sind es jetzt nicht mehr, sind aber genau in dem Alter der Zielgruppe, wo man immer wieder darüber spricht, wie verhalten sich die? Ja. Und die verhalten sich ganz anders als ich. Also ich bin jetzt persönlich, das ist eine Generationsfrage, wir haben es vorher schon diskutiert, eher noch einer, der linear fernschaut, der sich tatsächlich dort hinsetzt und wartet, was da so spielen. Also zum 2015? Naja, oder je nach Programm. So extrem jetzt nicht mehr, aber ich lasse es zu, mich mit dem sozusagen zu beschäftigen, was da gerade spielt. Das ist jetzt in der nächsten Generation, und zwar bei allen vier Kindern, definitiv nicht der Fall. Ja. Die schauen, die wissen ganz genau, was sie schauen wollen und freuen, und da kommen wir sicher auch noch dazu, sie achten gar nicht darauf, auf welchem Wege und mit welcher Technologie das jetzt zu ihnen kommt. Ja, ja. Beurteilen es eigentlich nur nach dem Ausgabegerät. Und interessant, wir fangen jetzt von hinten an, die werden mehr und mehr drahtlos. Ja. Also Fernsehen findet jetzt bei uns zu Hause nicht nur im klassischen Fernseher statt, das bin ich, sondern auch auf allen anderen
Devices wie iPhone, iPad, genau. Laptop, aber auch Fernsehinhalt und dort sehr spezifisch und zu einem bestimmten Thema gesucht. Lieber Dr. Grinschke, also wenn jetzt so von mir, und ich zähle mich zu Ihrer Generation, also hört man ja oft, deswegen ist Fernsehen und hat Fernsehen noch eine Zukunft, weil man heute dann sich, wenn ich das jetzt mal so gut steirisch sagen kann, sich dann so hinflackt aufs Sofa und sonst bis auf die Fernbedienung zu bedienen nichts mehr zu tun hat. Während die jüngere Generation damit überhaupt kein Problem hat, on demand sich was rauszuholen, das auch noch zu bedienen bei den diversen Gerätschaften, wie geht's denn Ihnen? Ich würde ungefähr das Gleiche sagen, was der Thomas Hinze jetzt gesagt hat. Ich bin auch ein eher konservativer Fernseher. Mhm. Also linear heißt ja. Wenn es ausgestrahlt wird, dann schaue ich halt. Natürlich zeitversetztes Fernsehen ist ein wichtiges Argument für die Zukunft. Ich würde aber auch die Entwicklung heute nicht überschätzen. Also wir haben ja jetzt vor 3 oder 4 Wochen eine große Veranstaltung in Wien gehabt mit internationalen Referenten. Mhm. Und die Meinung all dieser Referenten war, dass zurzeit 2 oder 5% oder zwischen halt 5% maximal sehen zeitversetztes Fernsehen, heißt also DVD, Mediathek, ja. Video on Demand und was also auch immer. Also on demand. Also 95% ja. Schauen linear und es wird vor allem eine Zeitfrage, wie sich das weiterentwickeln wird. Ja, sehen Sie es auch so wie der Diplom-Ingenieur, dass das eine Generation... Ja, bitte, tun Sie. Deckt sich nicht mit unserer Erfahrung oder mit unseren Messungen. Aber was wir feststellen ist, dass eben also der Fernsehkonsum jetzt aus unserer Sicht als Anbieter sich immer mehr als Internetverkehr darstellt. Ja. Das heißt, der aber wirklich exponentiell steigt. Also der Internetverkehr, und ich mache das jetzt schon seit 14 Jahren, ich habe mich jetzt zum 14. Mal verschätzt in der Einschätzung des Verkehrs und die Zunahme aber des Verkehrs im Internet ist muss ja nicht alles Video on Demand sein. Nein, aber es ist Videoverkehr. Das kann ja auch linear sein im Internet. Aber kann auch sein, aber es ist auf jeden Fall Fernsehinhalt, weil alle anderen Daten brauchen aber nicht so viel Volumen. Aber kann man es so, oder ist es zu einfach, dass man sagt, okay, Sie haben gesagt, also momentan schaut die Sache noch so aus, dass es einfach eine Generationenfrage ist. Also unsere Kinder, spätestens wenn die in unserem Alter sind, und dann in der Mehrheit, dann wird sich auch das Verhalten in diese Richtung verändern. Oder ist das zu vereinfacht gesagt? Also Verhalten glaube ich nicht. Es ist wurscht, über welches Gerät das Fernsehbild ins Wohnzimmer oder ins Arbeitszimmer kommt. Das Gerät ist in Wahrheit wurscht. Das kann der Fernseher sein, das kann das Handy sein, das kann der Laptop sein und das kann dort über Rundfunk zugeleitet werden, sowie auch über Internet. Ja. Hauptsache, was ankommt, soll der Fernsehbüttel halt sein. Aber jetzt sind wir doch in der Phase, wo mehrheitlich Fernsehen gibt es. Absolut mehrheitlich. Also ich sage absolut mehrheitlich gibt es lineares Fernsehen. Ich wollte noch dazu sagen, weil das stellen wir jedes Jahr auch dar, wie viele Leute überhaupt Fernsehen. 64% aller Österreicherinnen und Österreicher schauen täglich fern. Und das im Schnitt, und das im Schnitt 171 Minuten lang. Also nahezu 3 Stunden alle Altersgruppen. Ist das eine Zahl, die Sie auch so? Ja. Also wie Sie sagen, hat das Fernsehen eine Zukunft? Definitiv. Ja. Also es verliert jetzt gegenüber anderen Arten der Unterhaltung nicht. Ja. Also wenn man jetzt einmal diese Ebene einnimmt, dann erhöht sich der Fernsehkonsum eigentlich. Ja. Es verändert sich aber das Verhalten. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute gegenüber Fernsehen andere Unterhaltungsformen nutzen. Aber innerhalb, also ich würde jetzt einmal sagen, in 5 bis 10 Jahren wird es jetzt keine Fernsehanbieter als Distributor geben, die man als solche erkennen kann. Ja. Das ist dann alles breiter. Internetverkehr im weitesten Sinne. Gut. Und das ist auch so, dass jetzt die Branchen, die sozusagen jetzt auch auf regulatorischer Ebene so schön getrennt sind, da gibt es die Medien, Inhalteanbieter, die gehören zum Dr. Grinschl, dann gibt es die Telekom-Anbieter, die gehören zum Dr. Serenci. Ja. Das ist sehr schön getrennt, auch behördlich oder nachgelagert behördlich. In 5 Jahren kann man das nicht mehr trennen. Dann ist das alles das Gleiche und wird vom Kunden nicht mehr unterschieden. Also bei den Übertragungswegen sehe ich das auch so. Ja. Inhalte sind im Inhalte. Es kann sein international, kann sein ORF, kann aber auch sein Privatfernsehen wie Steiermark 1. Kommen wir zu den Inhalten. Also wir wissen jetzt ungefähr Ihre Einschätzungen, wie sich die Dinge entwickeln. Ja.
Entscheidend wird sein der Inhalt, was Fernsehen bietet. Also, wie schätzen Sie denn da die Zukunft ein? Also der Fernsehen scheint ja in der Tendenz, das erleben wir alle an unseren Kindern, ein sehr immer mehr aktives, genutztes Medium zu sein. Siehe diverse Castingshows, wo man sich beteiligt und. Ist das der Trend, der so weitergeht? Oder kommen wir wieder zurück, back to the roots, der reinen Berieselung, einen schönen Hans Moser, Samstagnachmittag auch nicht schlecht? Oder was meinen Sie, wie dieses Medium Fernsehen dann wirklich genutzt wird? Also in meinen Augen ist die Pulverisierung des Fernsehbereichs natürlich gang und gäbe. Das betrifft natürlich nicht nur das private Fernsehen, sondern auch das öffentlich-rechtliche. Siehe ORF 1, aber auch ZDF und ARD haben auch pulverisierende Fernsehformen. Ja. Diese Richtung wird sich natürlich weiterentwickeln. Aber auf der anderen Seite sage ich, es gibt halt immer mehr Fernsehangebote. Das hat natürlich auch mit den Frequenzen zu tun. Wir haben ja früher nur ORF in Österreich gehabt. Inzwischen gibt es 3 bundesweite Fernsehanbieter wie ATV, Puls4, ServusTV, die ja zusammen schon einen Marktanteil von 9% in Österreich haben. Das ist anständig nicht zu vergessen, ja wirklich. Wir jammern immer, dass der ORF Marktanteile weniger hat, das stimmt und freut mich auch nicht sehr. Aber dennoch, ich muss ja die Privaten dazurechnen und die sind zumindest 9%. Und natürlich, es gibt auch Regional-TV, da bin ich wirklich ein massiver Anhänger von Regional-TV. Das höre ich gerne. Nein, weil das ist einfach so, weil die Leute immer wissen wollen, was in ihrer Umgebung passiert, welche Veranstaltungen waren, ob sie irgendwie eine Tante oder ein Bruder oder eine Schwester oder eine Tochter was sagen. So ist es, das ist immer Faktum und insofern freue ich mich auch über Regional-TV. Und über ein Stadtgespräch, das hätte ich jetzt noch gern gehört von Ihnen. also von Ihrer Seite. Stimme ich zu, sehen wir auch. Was aber natürlich ein Faktum ist, liegt natürlich auch an den Distributionstechnologien, die immer mehr globalisieren, dass natürlich nicht nur die Technik immer die gleiche ist, sondern dass auch die Inhalte immer globaler werden. Also das ist keine Frage, dass man natürlich auch vorhin auch jetzt wieder eine Generationsfrage, die lassen sich jetzt nicht auf Inhalte, die gerade in dem Markt produziert werden, einschränken. Im Gegenteil, auch Content wird sich einem internationalen Wettbewerb zu stellen haben. Wo sich auch die Sender wieder dann anrichten. Oder zum Beispiel müssen. So Marken, so globale Marken, also Discovery, der BBC, das schauen meine Kinder, laufen diese Autoshow da, Top Gear, müssen sie unbedingt sehen, Jeremy Clarkson. Da ist auch die Sprache kein Thema, die kennen aber Englisch, das heißt, auch beim Inhalt natürlich eine Globalisierung, ob man das recht ist oder nicht, und im Rahmen der Inhalteanbieter eben auch der Wettbewerb dort. Innerhalb eines Sprachraums sowieso, aber auch darüber hinaus. Das ist eine Tendenz eigentlich in die Richtung einer größeren Globalisierung und obwohl es jetzt wie ein Widerspruch klingt, aber auch Regionalisierung. Ja. Das ist eigentlich das eine und das andere Ende, wo es schwierig ist, ist dazwischen. Ja, ja. So Österreich als also Medienmarkt hat keine Alleinstellung. Ist das eben das Problem der Öffentlich-Rechtlichen? Genau das. Das ist jetzt nicht mein Thema, aber als Konsument. Aber natürlich muss man das so sehen, weil, wie gesagt, Österreich als Markt keine Alleinstellung hat. Ja. Das ist derselbe Sprachraum wie der größere Bruder und darauf lässt sich der Kunde auch nicht ein, sich da einschränken zu lassen. Also einerseits die Globalisierung, das ist sicher eine Herausforderung der Inhalteanbieter, die wir ja nicht sind und nirgends. Das weiß ich schon, Aber auch Regionalisierung, also so Sendern wie Steiermark 1, gebe ich große Zukunft, weil das eine ganz andere Art ist, sich mit der Welt sozusagen in Verbindung zu setzen, nämlich die man unmittelbar kennt. Ne? Genau. Also es ist kein Widerspruch, einerseits Globalisierung, andererseits auch Regionalisierung, dazwischen ist schwierig. Ich möchte trotzdem noch über die Öffentlich-Rechtlichen reden, auch Ihre Sicht hören. Die haben ein Problem. Wie mir scheint. Welches Problem? Ja, Sie haben diesen immer wieder zitierten, berühmten Auftrag, den Sie als Öffentlich-Rechtliche haben. Dafür kassieren Sie auch Geld. Andererseits, Sie haben es selbst gesagt, ORF 1, es ist immer mehr der Trend des Boulevardesken. Man hat dann auch entsprechende Irritationen beim Publikum. Wie soll denn ein Sender wie dieser oder wie denken Sie da seine Nische ist es natürlich nicht, das ist ein großer Player, seine Zukunft ausrichten, auch angesichts der budgetären Probleme. Ich meine, das ist nicht mein Problem und nicht unser aller Problem, aber ein öffentlich-rechtlicher Sender ist nun mal ein wichtiger Player in einem Land. Ja, also da muss ich jetzt wirklich sagen, wir haben ein ORF-Gesetz, wo viele Aufträge drinstehen, also die Paragraph 2 und Paragraph 3
stehen viele Aufträge drin. Die müssen eben eingehalten werden. Da ist zum Beispiel die Möglichkeit, also das Verbot, dass der ORF Social Media nicht machen darf, also Facebook, das heute in Wahrheit auch nicht für zutreffend persönlich, weil ein ORF natürlich an den Medien genauso teilnimmt wie jeder andere Rundfunkveranstalter. Ja, natürlich, ja. Aber wir kennen die Probleme beim ORF, vor allem, sie haben viel zu viel Personal und zu teures Personal. Aber ich glaube, dass der derzeitige kaufmännische Direktor die Dinge sehr gut angeht. Gut, es ist ja wie gesagt gar nicht unser Problem. Aber was ich vorhin nur noch sagen wollte, wir reden da über das klassische Fernsehen. Aber wir haben nicht gesprochen über Social Media, über YouTube und solche Dinge. Genau, da wollte ich noch hin. Weil YouTube ist ja etwas, wo auch Steiermark eins einmal landen kann, aber nicht nur. Das sind wir schon. Naja, okay. Ja. Aber da gibt es auch viele selbstgebaute Geschichten, wo man keinen Journalisten dafür braucht. Ne? Ja. Und da habe ich schon meine persönlichen Sie meinen Probleme in Sachen Qualität? In Sachen Qualität, ja. Da kommt allerhand drüber, wobei das mit Qualitätsfernsehen in meinen Augen nichts zu tun hat. Herr Diblom, wie sehen Sie denn das? Den öffentlich-rechtlichen Bereich jetzt? Na, auch der, was Herr Dr. Klinschke angesprochen hat, also YouTube, also das ganze Social-Media-Bereich, diese Tendenz von der Qualität. Ich sage es jetzt einmal pragmatisch aus unserer Sicht natürlich. Es ist ein Faktum. Ich will jetzt nicht beurteilen müssen, wie ich das einzuordnen habe, von der Qualität des Inhaltes oder auch wie man sonst vielleicht etwas da kritisch sehen könnte. Wir stellen es zu. Ja. Also unsere Aufgabe ist... Es ist nicht Ihre Aufgabe, das zu bewerten. Naja, aber es ist trotzdem unsere Aufgabe, das in einer Qualität zuzustellen, die dann auch wieder sozusagen... Fernseh-like ist, auch wenn es jetzt über andere Medien zugestellt wird, im Speziellen über Breitband und Internet, oder dann, das ist ja auch ein Faktum, dass das dann in-home meistens drahtlos ist, also es ist ja die Renaissance von WLAN seit 4 Jahren, diese Geräte sind ja alle mit WLAN ausgestattet, aber das, die Erwartung, egal jetzt welcher Inhalt das ist, ob es jetzt YouTube ist oder andere, des Kunden ist dieselbe Qualität, wie man sie aus dem Fernsehen gewohnt ist. Das ist wichtig. Wenn so die Bilder auseinanderfallen, wenn das anfängt zu pixeln, dann ist die Akzeptanz schon von daher aber schon sehr schnell, glaube ich. Also da hat man wenig Geduld, dass... So ist es. Ja. Und wenn einmal aber die... Wir sehen das natürlich bei HD. Es gibt ja auch sehr viel HD-Inhalt, der über Internet zugestellt wird. Wenn das jetzt einmal breitbandig genug ist und das Bild nicht mehr auseinanderfällt, dann ist allein schon die Qualität ein Grund dafür, dass die Leute es dann machen. Verstehe schon. Aber vorher nicht. Also wenn es jetzt wirklich mühsam ist, das Bild zu erkennen, ist auch die Applikation nicht so populär. Aber ich glaube, wir können zusammenfassen. Fernsehen hat auf alle Fälle Zukunft. Absolut. Ja, auf alle Fälle. Schön. Ja. Die Zugänge werden differenzierter und moderner werden. Spätestens die nächste Generation nach uns wird damit aufwachsen und das einfach nutzen können. Aber auch vom Inhaltlichen, und das ist die schöne Botschaft, kleines regionales Fernsehen, eine kleine gerade Talksendung, wie wir sie gerade hier zelebrieren, hat auch noch seinen Platz. Das ich würde dem sogar einen verstärkten Platz zugeben und ich weiß ja auch, und es wird ja gefördert von der RTR. Das ist ja schön. Kenschke, das ist ja durchaus ein Hinweis, dass man daran glaubt. Und warum auch nicht? Also wenn das jetzt sozusagen eine Starthilfe ist, dann bin ich in dem Fall persönlich dafür. Ich würde doch noch gern was zu Journalistinnen und Journalisten sagen. Bitte. Das ist wirklich ein wichtiges Thema, weil das hat mit Qualität in den Medien zu tun. Das, was Sie gesagt haben, ist technische Qualität, da bin ich absolut bei Ihnen. Ja. Aber inhaltliche Qualität... Das ist unsere Zustellung, nur, dass ich das auch gesagt habe. Das kostet ja wirklich viel Geld, dass das immer schneller wird. Dass ich Ihnen eine Zahl sage. Ja. Seitdem ich Geschäftsführer bin, allein in diesen Jahren haben wir 1 Milliarde hier in Österreich vergraben, die man eigentlich gar nicht bemerkt, die man nur bemerkt, wenn irgendwas nicht geht. Ja, klar, das also ist die Lösung. Es bleibt weiter und das ist wichtig, nicht? Eine investitionsintensive Tätigkeit von uns aus. Und wenn man dem jetzt keine Zukunft geben würde, das ist klar. Ja nicht dann machen, sind nicht? Sie falsch. Ja, und das ist aber international so nicht. Und wie gesagt, wir haben unsere Geschichten auf der Nasdaq zu erzählen. Ja. Und dort glaubt man natürlich an die Zukunft. Das ich möchte aber doch noch Ihnen die Gelegenheit geben, Inhaltliche Qualität war mein Thema. Ich war jetzt einmal bei einer Veranstaltung, wo die Chefredakteurin vom Standard, die Frau Föderl-Schmidt, eben über diese Formen gesprochen hat, über Social Media und so weiter. Mhm. Dann sagt sie, wenn ich krank wäre, würde ich mich auch nicht von einem Bürgerarzt operieren lassen. Ne? Mhm. Das ist irgendwie ein tolles Beispiel. Ja. Man braucht eben einen Experten,
der den Konsumenten die Dinge irgendwie erklären kann, eine Expertin oder eine Expertin. Ja, das ist klar. Also das heißt, der Qualitätsanspruch, der sollte doch hochgehalten werden und wir hier bemühen uns darum, auf alle Fälle. Meine Herren, das war hochspannend und ich freue mich auch, dass wir zu so einem für uns versöhnlichen Ende gekommen sind, dass Sie auch für Regionalfernsehen eine Begeisterung haben. Das freut mich sehr, lieber Dr. Grinschke, lieber Dr. Hinze, danke, dass Sie meine Gäste waren. Ihnen, meine Damen und Herren, in diesem Sinne bleiben Sie uns treu. Ich freue mich auf alle Fälle und wir sehen uns.